Damit es auch wunderbar für möglichst viele Menschen bleiben kann, bemühen sich die Partnerorganisationen des Lifeball wie Global Fund to Fight AIDS, Tuberkulose und Malaria. Heute Abend vertreten durch Operndiva Anna Netrebko und Executive Director Marc de Boul. Anna Netrebko wollte ursprünglich im Burgtheater beim Celebration-Konzert singen. Leider ist sie stimmlich angeschlagen, aber sie kann zum Glück reden. Ja. Und die ist der guten Sache. Das freut uns natürlich sehr. Anna Netrebko erlebt ihre Frühlingsgefühle ja gerade in wow. Wien. Bella Anna ist frisch verliebt in einen aserbaidschanischen Tenor und das Kleid ist ein Wahnsinn. Ja. Die blüht aus der Ganze. Wow, we have to follow Ricky Martin. Wow, jetzt treten wir in die Fußstapfen von Ricky Martin. Wenn das jemand schafft, dann ist es einer der größten Stars in Österreich, Anna. Alle kennen Anna. Heute feiern wir die Hoffnung und die Chance auf eine bessere Zukunft. Es gibt wirtschaftliche Fortschritte und dank dieser Fortschritte können wir die AIDS-Seuche beenden, wenn wir das auch wirklich wollen, wenn wir uns ins Zeug legen. Wir haben viele Fortschritte erzielt, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Absolut richtig, Marc. Wir alle müssen etwas beitragen, damit wir den Sieg über diese schreckliche Krankheit davontragen können. Diese Krankheit schlägt ja gerade bei der gefährdetsten Bevölkerungsgruppe zu. Und deshalb müssen wir gemeinsam uns einsetzen. Wir müssen einander lieben, einander respektieren. Wir sind jene Generation, der es gelingen kann, AIDS zu besiegen. Mr. de Boul, would you give us an overview de Boul, of the Global Sie uns einen Funds Überblick partnership geben über die Partnerschaft des Global Fund mit dem Lifeball? Ja, heute feiern wir das Leben, die Vielfalt, aber auch die Inklusivität. Es geht darum, eine inklusive Familie der Menschheit zu schaffen. Im Laufe der Geschichte wurden durch Krankheiten Menschen getötet, Arme und Reiche, Junge und Alte. AIDS betrifft aber die marginalisiertesten Gruppen der Gesellschaft. Der Lifeball möchte die AIDS-Seuche aktiv bekämpfen und beenden, indem die Diskriminierung gestoppt wird und Diversität gefördert wird. Wir unterstützen Programme und innovative Projekte, die genau darauf abstellen, die dieses Ziel verwirklichen wollen. Das ist eine perfekte Partnerschaft, die gut funktioniert, eine perfekte Ehe, um die Menschheit zu feiern und die Seuche zu bekämpfen und zu beenden. Danke. Frau Netrebko, warum ist die Prävention der Übertragung von Mutter auf Kind bei der Bekämpfung von AIDS so wichtig? Ich glaube, heute müssen wir einfach feiern. Wir müssen glücklich sein. Wir müssen einander lieben. Es lebe der Lifeball. Dem ist wenig hinzuzufügen. Ladies and Gentlemen, the singer-songwriter Chris. Es ist noch nicht fertig, wir müssen noch weitersprechen. Was machen? Vielleicht möchte sonst jemand eine Frage stellen. Das Klavier ist noch nicht aufgebaut. Das ist live, liebe Menschen. Ich weiß jetzt auch nicht. Die Fragen sind aufgebracht. Vielleicht möchte Frau Netrebko mit ihren Fans hier. Weil viele über Facebook fragen, warum hat Manuel Rube keine Haare? Sie haben es vielleicht im Interview vorher nicht gehört bei der Alice. Er hat sich für Dreharbeiten die Haare geschnitten. Genau, er dreht gerade. Ricky Martin back, Rube geht. I like him. Ja, go back to Ricky Martin. Das gefällt mir wirklich. Dreharbeiten. So, jetzt ist das jetzt sind wir soweit. Vielen Dank. It's a pleasure to have you here. Christina Perry.